Ich würde mich ja freuen, wenn eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende der grünen Fraktion des Bundestages hier auch mal erscheinen würde. Also insofern, ich fasse das nicht als eine Beleidigung auf, sondern ich würde mich freuen und vielleicht können die Freundinnen und Freunde der Grünen uns auch heute hören, dass sie herzlich willkommen sind, auch hier an der Seite der Freiheit des Journalismus mit uns zusammenzustehen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, heute bei euch zu sein und ich freue mich auch heute, den Vater von Julian Assange, John Shipton, im Deutschen Bundestag begrüßt zu haben und mit ihm gemeinsam eine Pressekonferenz gemacht zu haben zur Freiheit von Julian Assange und dem Angriff auf die Pressefreiheit. Und ich finde, John wird ja gleich selbst dazu Stellung beziehen hier und euch auch Fragen beantworten, sofern ihr welche habt gegenüber John. Ich finde es nur unerträglich, das anhaltende Schweigen der Bundesregierung im Fall von Julian Assange. Und ich frage mich, wo bleibt der viel beschworene Einsatz für Menschenrechte, wenn es doch tatsächlich mal um einen Journalisten geht, der dafür bestraft werden soll und unter unwürdigen Haftbedingungen im Zentrum Europas sitzen muss, weil er Kriegsverbrechen der USA veröffentlicht hat, liebe Freundinnen und Freunde. Wo bleibt der vielbeschworene Einsatz für Menschenrechte? Wer glaubhaft und glaubwürdig sich einsetzen möchte für Journalismus, für freie Presse, für die Demokratie, der muss aufstehen im Fall von Julian Assange, der muss aufstehen im Fall von Chelsea Manning, der muss aufstehen gegen die Angriffe auf WikiLeaks, weil diese Angriffe sind auch Angriffe gegen einen jeden von uns, weil sie uns beschneiden wollen in unserem Recht auf Informationsfreiheit, zu erfahren, welche dreckigen, schmutzigen Kriege die Regierungen im Namen der Bevölkerungen tun. Das ist unser Recht, liebe Freundinnen und Freunde. Und für dieses Recht auf Information, dafür stehen wir heute hier in Solidarität mit Julian Assange. Und man muss ja wirklich sagen, es ist ja beschämend. Es ist beschämend, dass nicht nur in China oder Türkei oder in Russland Journalistinnen und Journalisten offensichtlich verfolgt werden, sondern dass mitten in der Europäischen Union, im Herzen Europas, in einem europäischen Mitgliedsland, unter unwürdigen Haftbedingungen ein Journalist festgesetzt wurde, der unter laut UN-Sonderberichterstatter für das Thema Folter von Nils Menzer als ein folterähnliche Gewahrsamnahme bezeichnet wurde. Und das geschieht nicht, liebe Freundinnen und Freunde, ganz weit weg. Es passiert hier in Europa, in einem europäischen Mitgliedsland. Und ich finde, das ist eine Schande. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass Journalistinnen und Journalisten mit ihnen so umgegangen werden. Und deshalb ist auch die Bundesregierung und jeder einzelne Demokrat und jede einzelne Demokratin in diesem Land aufgerufen, sich dafür einzusetzen, dass es faire Bedingungen gibt, auch für Julian Assange. Und ich meine auch, sagen zu müssen, weil viel über Dissidenten gesprochen wird, die Protagonisten von WikiLeaks, Julian Assange, Edward Snowden und Chelsea Manning, sie sind die Dissidenten des 21. Jahrhunderts. Die Verteidigung der Freiheit von Julian Assange ist die Verteidigung der Freiheit selbst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr nicht nur in Berlin seid, auch in Frankfurt, auch in Düsseldorf, auch in Köln. Hoch die Solidarität für Julian Assange. Vielen Dank. Und wir machen das wieder Englisch-Deutsch. What's happening?
not only with Julian Assange, but the future of journalism is extremely disturbing. Now we have seen high-profile raids of journalists in Australia, France, and here in the United States, in San Francisco, where police put a reporter in handcuffs while they searched his house and seized his hard drive. We know Julian Assange is in maximum security, and Chelsea Manning is also locked down. These are terrible times for the open flow of information. Das war die Einführung des Interviews von dem Journalisten Bernstein. Was gerade passiert, nicht nur mit Julian Assange, sondern mit der Zukunft des Journalismus, ist extrem beunruhigend. Jetzt haben wir spektakuläre Razzien bei Journalisten in Australien, Frankreich und hier in den USA in San Francisco gesehen, wo die Polizei den Reportern Handschellen anlegten, während sie ihr Haus durchsuchten und ihre Festplatten mitnahmen. Wir wissen ja, Julian Assange sitzt im Hochsicherheitstrakt und Chelsea Manning ist auch weggesperrt. Dies sind schreckliche Zeiten für den freien Fluss von Informationen. Und Pilger antwortet. Well, it's happening all over the world now, and certainly all over that part of the world that regards itself as the enlightened. We are seeing the victimization of whistleblowers and journalists who tell the truth. There is a global war on journalism. More than that, there's a global war on dissent. The speed with which these events has happened is quite remarkable. Since April 11th, when Julian Assange was dragged out of the Ecuadorian embassy in London by police. Since then, police have moved against journalists in the United States, in Australia, spectacularly in Latin America. It's as if somebody has waved a green flag. Ja, es passiert gerade auf der ganzen Welt. Und auf jeden Fall in dem Teil der Welt, der sich als aufgeklärt betrachtet. Wir sehen das Schikanieren von Whistleblowern und Journalisten, die die Wahrheit sagen. Es herrscht ein globaler Krieg gegen Journalismus. Mehr noch, es herrscht Krieg gegen abweichende Meinungen. Die Geschwindigkeit, mit der diese Ereignisse geschehen, ist ziemlich bemerkenswert. Seit dem 1. April, als Julian von der Polizei aus der ecuadorianischen Botschaft geschleppt wurde. Seit da ist die Polizei gegen Journalisten vorgegangen, in den USA, in Australien, spektakulär in Lateinamerika. Es ist, als ob jemand grünes Licht gegeben hätte. There is an Assange precedent at work all over the world. In Australia, we even saw Rupert Murdoch's News Corporation attacked. The political editor of one of Murdoch's papers, the Sunday Telegraph, watched as her house was ransacked and her personal belongings, intimate belongings, rifled. She had reported on the extent of official spying on Australians by the Australian government. Something similar has happened in France, where President Macron's police have moved against journalists on the magazine Disclose. Was wir sehen, ist der Präzedenzfall Assange, der gerade auf der ganzen Welt abläuft. In Australien wurde sogar der Medienkonzern von Rupert Murdoch angegriffen. Die Politikredakteurin der Murdoch-Zeitung The Sunday Telegraph musste zusehen, wie ihr Haus durchsucht und ihre persönlichen Sachen, intime Sachen, durchforstet wurden. Sie hatte darüber berichtet, in welchem Ausmaß die australische Regierung die australische Bevölkerung ausspäht. Etwas Ähnliches geschah in Frankreich, wo Macrons Polizei gegen Journalisten der Zeitschrift Disclose vorging. Assange predicted this while he was being smeared and abused. He was saying that the world was changing and that so-called liberal democracies were becoming autocracies. A democracy that sends its police against journalists and carries away their notes and hard drives simply because those journalists have revealed what governments have not wanted people to know is not a democracy. Assange hat das vorhergesagt, als gegen ihn verleumdet und gehetzt wurde. Er hat gesagt, dass sich die Welt verändern und aus den sogenannten liberalen Demokratien Autokratien würden. Eine Demokratie
die die Polizei schickt gegen Journalisten und ihre Aufzeichnungen und Festplatten mitnimmt, einfach nur, weil diese Journalisten enthüllt haben, was die Regierungen nicht wollten, dass es die Bürger erführen, ist keine Demokratie. What does it say when Julian Assange and Chelsea Manning, a publisher and one of the most significant military whistleblowers of our time, are in jail and locked down? They want to get their hands on Julian Assange because he protected his source, and they want to get their hands on Chelsea Manning because she, being the source, has refused to lie about Julian Assange. She's refused to implicate him. She refuses to say there is a conspiracy between them. These two exemplify the very best of truth-telling in the modern era. We've been bereft of the likes of Assange and Chelsea Manning. Yes, there's been some fine investigative reporting and disclosures, but we have to reach back to the caliber of Daniel Ellsberg to appreciate what Chelsea and Julian, these two heroic figures, what they've given us and why they've been persecuted. Was bedeutet es, wenn Julian Assange und Chelsea Manning, ein Herausgeber und einer der bedeutendsten Whistleblower aus dem Militärbereich unserer Zeit, im Gefängnis sitzen, weggesperrt sind? Und Pilcher sagt, sie wollen Julian Assange in ihrer Gewalt haben, weil er eine Quelle schützte. Und sie wollen Chelsea Manning haben, weil sie, die Quelle, sich geweigert hat, über Julian Assange zu lügen. Sie hat sich geweigert, ihn reinzureißen. Sie weigert sich zu sagen, es gäbe eine Verschwörung zwischen ihnen. Diese beiden stehen beispielhaft dafür, wie man in unserer Gegenwart die Wahrheit sagt. Solche Menschen wie Julian Assange und Chelsea Manning haben uns gefehlt. Ja, es gab schon exzellenten Investigativjournalismus und Enthüllungen, aber wir müssen schon sehr weit zurückgehen zu dem Kaliber eines Daniel Ellsberg, um wertzuschätzen, was Chelsea und Julian, diese beiden heroischen Persönlichkeiten, uns gegeben haben und warum sie verfolgt werden. If we allow their persecution, so much is lost. The intimidation and suppression will work on all our lives. In the media that once abused Assange, I detect fear. You read some of these editorials by those who once attacked Julian Assange and smeared him, such as in The Guardian, and you see their fear that they may be next. You read famous columnists like Katie Benner in The New York Times, who attacked Assange and now sees a threat from his tormentors to all journalists. The same is true of David Korn at Mother Jones, who now sees a threat to all of journalism. They are justified in being frightened. Wenn wir ihre Verfolgung gestatten, dann ist so viel verloren. Die Einschüchterung und Unterdrückung wird zu unseren Lebzeiten weiterwirken. In den Medien, die einst Assange schätzten, entdecke ich Angst. Du liest einen dieser Leitartikel von Leuten, die Julian Assange einst angegriffen haben und ihn verleumdet, wie zum Beispiel im Guardian, und man sieht ihre Angst. Ihre Angst, sie könnten die Nächsten sein. Du liest berühmte Kolumnisten wie Katie Benner von der New York Times, die Assange attackiert hat, die jetzt die Drohung seiner Peiniger gegen alle Journalisten sieht. Dasselbe gilt für David Korn von Mother Jones, der jetzt den gesamten Journalismus bedroht sieht. Ihre Angst ist berechtigt. Why are they so afraid of Assange? Well, I think they were worried that among the 2 million people in the United States who have a national security clearance are those whom Assange has called conscientious objectors. I once asked him to characterize the people who were using WikiLeaks to release important information. He likened them to the conscientious objectors in wartime, people of principle and peace, and I think that's quite an apt description. The authorities are worried that there are quite a few Chelseas out there, perhaps not as brave or as bold as Chelsea, but who may start releasing information that undermines the whole war-making system.
Warum haben Sie solche Angst vor Assange? Tja, sagt Pilger, Sie hatten Sorge, haben Sorge, dass unter den 2 Millionen Menschen in den USA, die eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für nationale Sicherheit haben, welche sind, die Assange Conscientious Objectors nennt, also Kriegsdienstverweigerer. Ich habe ihn mal gebeten, die Leute zu beschreiben, die WikiLeaks nutzen, um wichtige Informationen auszupacken. Er hat sie mit Kriegsdienstverweigerern in Kriegszeiten verglichen. Prinzipientreue Menschen, Pazifisten. Und ich glaube, das ist eine passende Beschreibung. Die Behörden sind besorgt, dass es noch ein paar Chelseas mehr gibt unter denen. Vielleicht nicht so mutig, nicht so tapfer wie Chelsea, aber die doch vielleicht Informationen veröffentlichen könnten, die das gesamte Kriegsproduktionswesen unterminieren könnten.